Ich mach Ballen. Ich mach viel. Der Fisch ist auf der Satzbank. Gleich drüben. Lol, leer, wie Flasche leer. Was? Saatgut. Achso. Ich bin gespannt. Also wenn meine Rechnung stimmt. Oder jetzt kauft das Saatgut, Alter. Was da will er sparen und dann kauft das Saatgut. Bist du fett haben oder nicht? Hast du schon alles verbraucht? Ne, steht da dann nirgends mehr was? Ja, das neben dem Feld hast du jetzt genommen. Ich habe vorhin gefragt, ob da was steht. Und ich habe gesagt, ja. Wo? Ja, das, was du so hingestellt hast. Gut, Saatgut braucht man immer. Aber das geht sich der Häcksler fix nicht aus, dann 10er gleich rausgeben. Also weil meine Rechnung stimmt, brauchen wir 294 Ballen, dass wir auf die 187 kommen von letztens. Warte, wo steht das? Ich Da sehe da irgendwo am keinen Gehalt. Feldrand wahrscheinlich. Dort, wo du es hingestellt hast. Also bei mir ist noch dort gestanden. Was weiß ich, wo ich das hingestellt habe, Alter. Ich seh's nicht. Aber du wolltest es stehen lassen. Ich habe gesagt, wir führen es zurück. Du hast gesagt, nein, das lassen wir stehen. Wir brauchen sie. Hast recht gehabt. Das Zugfühlen gescheiter gewesen wäre. Das war irgendwo unten beim Unten Feld, steht's, ja. Klick. Da steht noch dort, oder was? Ich hab's nicht weggeführt. Weil du hast gesagt, wir müssen stehen lassen. Ich seh's denn nicht ganz. Da fällt 55 was nicht. Weil 55 ist ja das, wo wir jetzt anbaut haben schon, oder Weizen? Ja, aber dort drunter habe ich es, glaube ich, hingestellt gehabt. Nein, 54, weil du hast es unter mein Grasfeld gestellt. Ah, okay. So weit drunter? Ich habe Gras anbaut und du hast es unter das Feld gestellt. Ah ja, weil du gerade so Gras anbaut hast. Okay, da hätten wir wirklich nichts kaufen brauchen. Sorry. Er macht nichts. Wie du sagst, Sarko kann man eben brauchen. Sagst du jetzt, und wenn sich der Häcksler nicht ausgeht um Geht sich eh nicht aus. 8000 Euro? Kann ich da jetzt schon schriftlich geben, dass es nicht ausgeht? Meine, wir müssten schauen, wann wirklich die ersten sind anspielen, aber ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube nicht, dass wir so viel verkaufen können. Naja, jetzt ist der Preis schon gut eben. 343 habe ich jetzt erst geschaut. Lasch. So richtig viel für den Ballen. Also 1200 schätze ich pro Ballen oder 1100. Aber ich glaube eben noch nicht, dass 140 Ballen fertig sind. Ich meine, es müssen ja nicht 140 sein. So weniger reicht.
Wo ich rauskriege, jetzt ist nicht aus. Leg mal woanders Geld ran. Reingesteckt wird. Haben wir mehr fürs Buff? Für die Hanna-Mittel. Gut, aber wenn wir eh jetzt nicht in die Pferde investieren, sondern in die Binas. Was wir uns dann noch leisten könnten. Ein Holzladewagen aus. Zweiten Anhänger. Zweiten Anhänger, ja. Hast du das mit Wasser jetzt eigentlich schon gemacht, oder? Nein. Weiß ja noch. Ah, okay. Ich bin gerade erstmal bei 46 in der Hälfte, nicht einmal noch. Heute ist Presstag bei mir. Ich bald Ende in Sicht. Ich weiß halt nicht, wie aktiv wir das machen, man. Ich kann es wirklich machen. Was jetzt? Das mit dem Wassertank. Weil ich jetzt schon wieder vergessen. Ich sag da, das ehrlich. Ist etwas, was wir uns vielleicht überlegen sollten, irgendwie anders zu machen. Wie wenn Solarzellen oder so zu investieren. Ja, aber das springt da wesentlich weniger raus jetzt als. Und du musst rechnen, ja. Das ist die Investition 3000 und du hast 10.000 Gewinn im Monat. Wo jetzt? Na, ein bisschen weniger. Na, jetzt bei dem Pilzen. Wenn man es nachfüllt. Wenn man es nachfüllt. Und so Solar ist egal. Ja, mein, ja, kann ich auch Solar. Na, ist, wie gesagt, ich meine, grundsätzlich, Idee, weißt du? Wenn wir dann eh ein paar Gebäude haben, irgendwann müssen wir das eh dann auch mit die ein bisschen umbauen, weil ich glaube, dass wir das dann irgendwann vom Platz her uns zu verbauen. Weißt du, Mann? Ja. Das heißt, dann kann man es wirklich so lassen und irgendwann, weißt du, das Gewächshaus eh weg. Würde ich dann gar nicht mehr aufbauen. Boah. Später irgendwann dann. Auf einen großen Hof dann. Auf einen großen Hof, du musst dann mehr pflegen. Ja, wenn wir es brauchen für Produktionen. Ja gut, dann schon. Dann haben wir noch einen großen Anhänger, was man, das ist auch wieder alles einfacher. Hm. Oder vielleicht sogar mehrere, dann stellst du pro links einen Anhänger hin. Ein Traktor, der nur anhängen muss und starten muss am Motor. Oldtimer oder so. Bin halt auch zu geizig, um. Sag ich, kauf so ein originales Gemüse-Dings. Weil da bleibt das Wasser auch wesentlich länger drin. Ob da die automatische Bewässerung funktionieren würde. Müssen wir auch einmal rausfinden. Weiß gar nicht, was kostet. Ein Mini. Ah, 3000 kostet dann ganz ein kleines. Können wir uns theoretisch auch dann statt dem hinbauen. Mhm. Probieren. Da kann man auch Pilze und so? Nein, das ist das, was ich mit Salat, Tomate. Ah, okay. Aber es ist kein Mod. Mhm. Vielleicht ist der Mod halt wirklich nur für die originalen Sachen komprimiert worden. Ja.
Läuft bei dir? Ja, eh ganz gut. Passt noch? Nicht mehr viel. Stark. Sag mal, maximal vier rein. Dann kann ich Ballen aufsammeln fahren. Ja, das ist stark, weil ich überlege gerade. Ich sehe gerade, dass schon wieder zwei Ballen weg sind, aber ist ja logisch, sind ja mehr Viecher jetzt. Ob ich nicht da noch ein paar Grasballen jetzt machen soll? Ich meine, anders ist das Gras schon gewachsen, also ist eh wurscht. Das können wir dann auch wirklich beim nächsten Mal machen. Was meinst du? Das Gras ist schon gewachsen, das heißt, theoretisch könnten wir das mähen und dann auch Grasball machen. Kann ich da, mache ich da jetzt alles pressen? Ja, mach alles Belasch. Press aus, was geht. Ich sag, die Ziegen bringen halt auch ein bisschen was. Da kommen jetzt schon wieder, also wir hätten jetzt schon im Stall wieder 19 Ziegen, wenn wir die alle verkaufen, was sie. Ein bisschen was. Ja, da stimme ich dazu, sie haben halt so keinen Nutzen, sag ich mal. Nein, nicht, irgendwann machen wir das eh, aber solange wir kein Transportdings haben. Es ist schade, dass der eine, der im Angebot ist, nur zwei Tiere führen kann. Das sind auch nur Pferde. Also ein Pferdetransporter, ne? Ja. Ah, okay. Pferdeanhänger. Sonst wäre es auch wurscht. Wir sind uns herdings. 9000. Nichts verloren. Aber Hühner könnten dann Vollgas gehen. Können die dann alle wachsen? Mhm. Ja, was Eier bringt? Was bringt eine Eierpalette? Eier bringen auch einiges. Ich hab ehrlich gesagt nichts out. 1007. Weißt du, welche Mod wir auch noch brauchen? Ich habe jetzt gar nicht schon, ob dabei ist. Wir hatten ja so ein Palettenlager-Mod. Kannst du dich erinnern? Ein Palettenlager-Mod. Ja, wo wir die ganzen Paletten reingegeben haben und dann wieder rauswerfen konnten. Wie ein Silo, nur halt für Waren. Sowas gibt's aber als Ja, wir hatten's ja auch schon. Das gibt's jetzt raus. Ja, hatten wir auch schon. Weißt du, dass es gibt? Wir hatten das in Frankreich auf der Karte. Nein, ich meine, hier kann man es kaufen. Ah, gibt's das eh. Das wollte ich wissen. Ich bild mal ein, dass ich's gesehen hab. Das könnten wir uns dann auch irgendwann, wenn wir mehr hier oder so irgendwas haben. Ja. Was ist drin? Gute Frage. Ja, und dann sagt er, gute Frage. Ja, wo bist denn drin? Na, ich hab letztes Mal nachgeschaut, nicht das. Ach so. Jetzt müsste ich schauen, wo es ist. Mittelgroßes Lagerhaus, Gebäude zur Lagerung ihrer Paletten, ist ein Mod zum Beispiel. Wo? Bei Hallen. Hallen. 290.000. Ah ja, genau, sowas sagt man. Schau mal, da gibt's auch Solar mit Unterstand.
kleiner doppelter Metallunterstand mit Solar. Kostet 30.000, bringt 1920 im Monat. Was kostet ein normaler Unterstand? Wahrscheinlich gar kein. Unterstand ohne Front 24.000. Wie gesagt, Solar können wir natürlich auch, weil da, wie gesagt, da können wir ja schon den Schaustall auch zubuttern. Ja, na, ist jetzt, habe ich jetzt nur. Wir können uns ja da irgendwie so einigen, dass wir, weil ich glaube, eine Solarplatte müssen wir schauen, was kostet. Ich glaube, die kleinste 10.000. Mhm. Also sagen, pro Durchgang jetzt dann. Also wir hätten jetzt 56.000 und. Auf die Stelle stört es halt nicht, was, weißt du? Ja. Nichts verbaut nämlich. Blattspannend ist, wenn ich. Bist du deppert? Was denn? Das war jetzt ein schönes Tor. Also, das war wunderschön rausspielen, richtig scheiße verteidigt. Na, nochmal, Entschuldigung. Auch gerade in einer Sturm- und Trankperiode, aber auch leider. Ja, Arsch verteidigt. Die auch drauf gedrückt hat. Ja, das war's, glaube ich. Arsch verteidigt, das habe ich schon gesehen. Der Ballverlust war eigentlich, also nicht der Ballverlust, aber wie der Konter angefangen hat, das sieht man schon, so ein Austrainer nach dem anderen ausgestiegen. Schaust du auch gerade, oder? Hm? Pass auf, wenn der lange Ball nach vorn kommt, also der halblange, dann verliert schon der erste Austrainer den Zweikampf. Okay. Ja. Da ist einer. Ist schon mal einer weg. Der eine attackiert so halb, ist auch weg. Hm. Und jetzt ist 3 gegen 3. Und der eine lässt sich rausziehen, wie du immer. Hast gesehen? Dein Innenverteidiger. Das ist 3 gegen 2 und dann ist nur mal hin und her spielen. Ich überlege gerade, welchen Ballenwagen ich nehmen soll. Wenn auf den großen mehr raufgehen, dann natürlich den, oder? Naja, mehr. Um 2 gehen mehr rauf. Ja, das passt hey, oder? Ja. Mehr auf einen Haufen sind mehr als. Ja. Wenn ich es nicht so scheiße abladen würde. Andere. So, Strategie, da. War nicht U. Da war nochmal. Strategie umschalten, ja, so.
Ich überlege jetzt ganze Zeit, oder habe ich nicht Legia Warschau gespielt? Champions League? Nein, nicht Champions League. Der Liga auch nicht. Ich habe meine eigene Liga da gemacht. Ach so. Das, wo ich ein Jahr polnische Liga gemacht habe. Das weiß ich nicht. Das hast du auch nie weitergemacht eigentlich, oder? Derweil nicht, nein. Ist die Zeit. Ja. Das ist, hast du auch mit der Austria gespielt? Kann mich erinnern. Alter. Du brauchst nicht erklären, wie Elfmeterschießen geht. Das war was anderes. Das war ein anderes Format. Echt? Das war dieses Cup-Format. So, du hast Cup und was hast du hier? Was hast du da mit Liga gespielt? Pro Land eine Ligasaison mit einer Mannschaft. Ach so! Da habe ich 3 oder 4 Ligen gehabt. Weil ich mir dachte, so kann ich die Ligen auch spielen. Und da habe ich polnische Liga genommen gehabt, auch zum Beispiel. Ich habe ja unsere deutsche, kann ich mich erinnern. War auch cool. Mhm. Oder mein deutsche? Mhm. Na, die, was wir gehabt haben, die österreichische, wo wir dann zweite Liga gemacht haben und so weiter, das meinst du, oder? Nein, ich meine, wo wir die deutsche gespielt haben. Da habe ich Union Berlin und du hattest Theater. Ah ja, genau. Stimmt. Wo ich Zweiter geworden bin. Knapp nicht Meister. Das wollten wir ja eigentlich unser Format dann aufbauen. Mhm. Wenn Zeit wäre, würde ich mal wirklich stark überlegen, FIFA, also FC, wer ist das jetzt? EFC. Ja, UFC. Nein, nicht EFC. Oder? Wurscht, quasi FIFA 24. Ja. Das überlege ich mir wirklich stark zu holen, ja, wenn ich Zeit hätte. Oh, EAFC. Okay. Echt? Überlegst du? Na, weil ich Manager, weil ich spielen möchte, Manager. Wie kannst du es jetzt? Also jetzt auch in dem jetzigen Spiel, oder? Nein, ich meine wirklich Liga-Manager. Ey, aber das könntest du jetzt in dem FIFA auch spielen, oder? Ja, könnte ich auch. Dann hättest du, bräuchtest du halt kein vollwertiges Beispiel kaufen. Ja, weil es ja dann doch wieder anders ist und andere abgedatete Mannschaften und so weiter. Oh ja. Gut, jetzt ist halt die Frage, wie wichtig das dann wirklich ist. Aber wenn jetzt schon was, habe ich auch jetzt überlegt, ob ich einmal nochmal durchstart. Weiter. Vielleicht wie ich so. Warum machst du das jetzt nicht? Aber halt nicht so über nur einen Verein, sondern wirklich auch so mit Wechsel und so. Bleibt das jetzt nicht? Okay, was ist da jetzt wieder? Was denn? Er ladet mir das einmal auf, den Ball. Und schmeißt man dann automatisch die Spanngurte drauf. Das heißt, ich muss jedes Mal lösen, muss jedes Mal sagen, dass er automatisch aufladen. Mhm. Weil man das jedes Mal deaktiviert.
Also so, was weißt du, ich beginne in Österreich oder so mit Rapid oder so und arbeite mich so dann halt hoch. Okay, Alter, so macht das keinen Spaß. Alter, was ist da? Eile gleich zu Hilfe, ich habe noch 3,5 Bahnen. Er gibt automatisch den Spanko drauf. Ich verstehe das nicht. Oder so, weiß nicht, dritte deutsche Liga beginnen. So dann halt hoch, irgendwie. Genau das würde ich gerne machen. Und zwar mit. Das geht aber erst den nächsten FIFA jetzt. Mit Wexham. Ah, okay. Ja gut, das ist mir dann wieder zu viel. Also das habe ich jetzt schon einmal gehabt mit einer englischen Liga. Ja, hochkommt, das ist jetzt für mich schon wieder uninteressant. Weil wenn ich dann wieder was sehe zu Beginn, dann bin ich wieder 5 Jahre dort mindestens. Oder 6 und dann sind schon die meisten Spieler wieder weg, was du die immer so kennt. Ja, stimmt. Oh. Und dann bist du beim großen voran. Hoppe. Das habe ich jetzt eben schon einmal durch, jetzt möchte ich so wirklich so dieses Trainerkarriere machen. Aber was meinst du da jetzt wirklich damit? Ja, ich beginne zum Beispiel einen dritten Ligist und wenn ich ein gutes Angebot von einem Zweitligisten, Erstligisten kriege. So. Österreich oder dann wechsle ich dorthin. Mhm. Und bleib dort 2-3 Jahre Trainer und so weiter. Höschke. Bei einer Top-Team bleibe ich dann halt vielleicht 3-4 Saisonen, weißt du. Und das würde ich mir dann nämlich sogar am PC überlegen zu holen. Echt? Höschke. Warum? Was von die vom Sound her besser ist, wenn ich das nicht in den Griff kriege. Gut, aber irgendwie musst du es in den Griff kriegen. Was hast du jetzt schon alles probiert? Mit den leiser machen, aber die Qualität von mir wird nicht besser. Es wird zwar alles leiser, aber die Qualität wird nicht besser. Vielleicht liegt es wirklich auch am Controller, weil das Rauschen kam ja auch vom Controller, weißt du? Vielleicht leidet jetzt mittlerweile die Qualität. Weil du musst rechnen, du hast jetzt eine bessere Soundkarte auch im Computer, die das besser verarbeitet. Mhm. Was soll man? Gut, aber ich kann nichts anderes machen, als mit dem Controller Party machen. Ja gut, das ist ja... Das war. Das heißt, das muss ich quasi den Qualitätsverlust hinnehmen. Entweder so, ja, oder komplett Setting ändern. Naja, was für Setting soll ich ändern? Ja, so wie ich jetzt habe, quasi. Gut, ich kann mir nirgends ein Mikrofon hingeben. Gut, ich habe ja auch Kopfhörer, aber ich habe halt Bluetooth-Kopfhörer am PC. Oh, 3-1. Das habe ich jetzt versäumt. Mach das mit meiner ganz normalen Bluetooth-Logitech. Der geht für PlayStation und für? Ja, weil ich es mal so eingestellt habe. Ich habe den Sound. Spiegel ich in den PC ran. Gut, das ist ein anderes Kabel als ich dort, oder? Ja, ich habe mir alles neu gemacht. Ich tue quasi jetzt den Sound in OBS. Ja? Mhm. Wieder spiegeln und auch, also die Elgato spiegelt den ganzen Sound rein in meinen Computer, sodass ich ihn höre. Mhm. Auf meine Ohren. Am PC. Ganze Zeit. Das tut man ja sowieso, oder? Nein. Also wenn du aufnimmst, hörst du dich am PC selber? Ach so, das nicht, nein. Nee, und so habe ich den ganzen Sound. Gut, das wird mir auf den Nerven gehen, wenn ich mich selber höre. Ja. Den Mikrofon-Sound lasse ich ja nicht.
Den brauche ich ja nicht. Mit Mikro ist es ja mein Mikro. Aber du könntest das Headset als Mikro nehmen. Mhm. Dann bräuchtest du kein Mikro. Oder du legst dein Mikro zu. Das wäre natürlich auch mit Party dann möglich. Also ohne Party, aber bräuchtest du das Setup nicht ändern. So, alles gepresst. Naja, mein Setup müsste ich schon ändern. Nein, wenn du nur ein Mikro... Warum musst du dann das Setup ändern? Weil der Sound ja trotzdem aus dem PlayStation-Anschluss kommt. Genau, das ist der Unterschied. Es kommt dann aus dem PlayStation-Anschluss und nicht mehr aus dem Controller. Weil du machst dann die Party nicht mehr auf. Das meine ich ja. Nee, aber dann brauchst du die Party nicht mehr machen. Die Party machst du ja nur, damit du auch deinen eigenen Sound hast. Der Spiele-Sound wird auch so kommen, ohne Controller. Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Was brauche ich da jetzt dafür? Für was jetzt? Du hast den Party-Controller ja nur, damit die Party, deine Stimme und die andere Stimme aufgenommen wird. Genau. Ja, da, eben, der Spiele-Sound kommt ja dann direkt wieder über die Elgato. Aber jetzt kommt er auch über den Controller. Weil du alles über den Controller rennen hast. Und so würde Party und Sound dann über die Elgato kommen. Nur Sound. Und die Party? Gar nicht. Das geht doch nicht. Weil das ist dann blöd, wenn ich zum Beispiel mit dir spiele, dann habe ich ja wieder keinen. Dann hört man dich nicht. Gut, wir könnten dann über Discord spielen. Achso, nein, wenn du nur mit. Na, okay, so geht das nicht, ne? Kommt dann aufs Spiel an. Bei dir. Wenn wir zum Beispiel FIFA machen, dann hört man dich nicht. Ja, das ist. Na oh ja, Discord geht ja. Du kannst ja auf der PlayStation Discord und ich mach Discord. Haben wir schon einmal gemacht. Und wie ist es zum Beispiel dann, wenn wir Fortnite mit anderen spielen? Dann nicht, die hörst du ja nicht. Also ich weiß nicht, ob man die dann wirklich hört. Ich glaube halt nicht, dass man sie hört. Ich glaube, da bräuchtest du dieses Chatlink-Kabel. Okay. Was da gibt bei Elgato, dass du den. Bin ich jetzt dann noch ein bisschen zu überfragt. Wo ist denn der Ladewagen, Herrs? Der steht am Feld? Oder was meinst du? Auf welchem Feld steht der? Oder was meinst du, welcher Ladewagen? Ja, für Ballen. Der eine, der nicht funktioniert, steht mit dem Traktor am Feld, dass du reinhüpfen kannst. Ach so, und ich fahre ganz mit dem Traktor hier spazieren. Und den anderen habe ich mir jetzt genommen. Den mit dem Schaufler. Habe ja schon alles für dich hergekriegt. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert, dass ich ein externes Headset anhängen kann. Als Sprachsound. Also das Sprach. Ja gut, das hat irgendwas mit einer OBS-Einstellung oder mit irgendwas muss da nicht passen. Weißt du, dass das nicht kompatibel ist oder so. Anders gibt's das nicht. Beim alten Computer hat das nämlich funktioniert. Ja, eben, und das. Und du hättest ja eigentlich den Sound übernehmen können, das heißt. Also, Mann. Das heißt, er hätte ja schon den OBS, hätte er das Mikro schon gehabt. Ja. Das heißt. Aber die Settings hat er mal übernommen. Eben. Boah.